So, hi zusammen, kurzes, knackiges Video, denn irgendwas stimmt in Fortnite nicht. Entweder ist es so gewollt von Fortnite, einige behaupten, es wäre ein Bug, andere wiederum nicht, so wie ich. Und ihr seht selber, wie der Skin gerade aussieht, das ist eigentlich der stinknormale weiße Skin, aber er sieht halt jetzt so aus. Warum, wieso, keine Ahnung. Aber kurze Info nur zum Kanal. Wie gesagt, die Custom Games laufen immer noch weiter. Die Skin-Verlosung läuft auch noch weiter. Das Problem ist halt einfach, wir sind jetzt mitten im Umzug. Deshalb wird sich das Ganze ein bisschen überschneiden. Deshalb kam gestern zum Beispiel auch kein Stream. Und dann heute Morgen auch kein Shop-Video, weil einfach, ich würde sagen, zu spät aufgestanden. Und abends um 7 brauche ich kein Shop-Video mehr hochzuladen. Ich denke, das können die meisten verstehen. Jeder, der schon mal einen Umzug gemacht hat, weiß, wie stressig das Ganze ist. So, wenn du natürlich bei Custom Games mit Preisgeld mitmachen willst, einfach gerne ein Abo da lassen, Like da lassen. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie das mit dem Skin funktioniert. Also, ich kann euch eigentlich nur sagen, wie ich es gemacht habe, weil so haben meine Söhne mir das auch erklärt. Ihr nehmt einfach den 8-Ball-Skin. Der ist hier. Ja, die nehmen den 8-Ball-Skin. Geht hier auf Stil bearbeiten. Ich hatte den schwarzen noch drin. Dann bin ich einfach nur auf den weißen gegangen. Dann wurde er mir noch weiß angezeigt. Bin dann auf Speichern und Beenden gegangen und dann war der in der Lobby schon so. Mehr kann ich eigentlich dazu schon nicht mehr sagen. So, jetzt zu allen, die gegrüßt werden wollten. Also Gepäcker, Gruß geht an dich raus. Gamer Girl Angie, Chris natürlich auch, MKL natürlich auch. Andreas, auch du bist gegrüßt. Auch der Fabian, der nicht so ganz versteht, warum er den Skin nicht hat, weil bei ihm funktioniert es komischerweise nicht. Obwohl er den Skin schon den ganzen Tag drin hatte, aber eventuell einfach mal hin und her switchen, mal einen anderen Skin ausprobieren, vielleicht funktioniert es dann. Ja, was das Winterfest betrifft, da habe ich persönlich heute, wo ist es, diesen hier bekommen. Den, wie heißt der nochmal? Ne, kein Stiel, wundert euch nicht, ich bin mit dem Live-Chat am Reden. Contain heißt der, oder? Contain? Dieser Schweif. Aber das hier ist eine Girlande. Gelinde. Ich nenne die immer Gelinde. So. Mehr hatte ich nicht drin. Die meisten haben ja in den Geschenken. Blablabla, wo sind wir? Haben ja hier Folgendes genommen. Warte, wir gehen mal gerade rein. Weil alle wollten diesen Kleider haben. Aber, ganz ehrlich, wenn ich doch weiß, dass das der Kleider ist, dann nehme ich doch besser ein Geschenk, wo ich nicht weiß, was drin ist. Denkt mal drüber nach. Also ich nehme den hier als letztes. Weil ganz ehrlich, der Kleider ist nicht so der Burner. Ich will lieber wissen, was in den anderen Geschenken ist. Ich glaube, das hier wird das letzte Geschenk sein, was ich aufmache. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, einfach hier auf die Geschenke klicken. Dann vergesst nicht. Gerade mal Controller an die Hand nehmen. Zack. Der Nussknacker macht nichts. Der erzählt einem einfach, wie schön Weihnachten ist. Und man kann das Feuer anmachen. Ach, wie schön. Könnte ich mir den ganzen Abend angucken. Natürlich nicht. So, dann. Ja, Controller-Einstellung klappt wieder wunderbar. Dann müssen wir hier nämlich auf die Socke gehen. Und da bekommen wir nämlich auch noch Aufgaben. Aber ich habe meine jetzt eben schon gemacht. Einfach, was hatte ich nochmal? 200 Schaden mit dem Granatwerfer. Und ja, denkt dran, vergesst nicht die Geschenke aufzumachen. Ich weiß nicht, ob die... Ich denke mal einfach, ihr müsst jeden Tag reingehen. Also wer heute zum Beispiel nicht drin war, ich glaube, der hat dann schon mal ein Geschenk quasi weggeworfen. Und Fabian schreibt gerade, er hat auch ein zufälliges Geschenk genommen. Würde ich auch machen. Also wie gesagt, ich würde mich auch da nicht spoilern lassen, welches Geschenk was wo drin ist. Ich nehme auch immer einfach random eins. Ist einfach die Überraschung größer, wer genauso an Weihnachten weiß, was ich bekomme, und sagt, ja, gut, danke, gut, tschüss. Aber ich lasse mich da überraschen. So, wie gesagt, mit dem Skin einfach 8 Ball drauf gehen. Warte, blablab, Stil bearbeiten. Dann hier einmal auf den schwarzen, dann auf den weißen, dann auf Speichern beenden, dann aufs Spiel und so hatte ich den Skin. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, wieso, weshalb, warum. Keine Ahnung, aber ich denke mir, ihr macht das Beste daraus. Wie gesagt, in dem Sinne würde ich sagen, gerne Abo da lassen, Like nicht vergessen. An alle, vergesst das Liken nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.